Wie kann gegen sexuelle Belästigung online vorgegangen werden? Unter die Bezeichnung sexuelle Belästigung fallen ganz unterschiedliche Phänomene und Handlungen. Einige davon sind bereits strafrechtlich relevant, wie beispielsweise das unerwünschte Zusenden von pornografischen Darstellungen oder Cybergrooming, das heißt die Kontaktanbahnung mit dem Ziel, Kinder dazu zu bringen, sexuelle Handlungen vorzunehmen. Wenn so etwas passiert, kann der Fall bei der Polizei angezeigt und das Profil der TäterInnen beim Dienst gemeldet werden. Ohne Beweise kann die Polizei nichts unternehmen. Screenshots von Bildern, Fake-Profilen und belästigenden Kommentaren sind für die Polizei hilfreich. Andere Phänomene, wie beispielsweise sexuelle Kommentare, überschreiten diese Grenze oft noch nicht. Aber dagegen kann auch etwas getan werden. Kommentare können beim Dienst oder den Internetbeschwerdestellen gemeldet und die belästigende Person blockiert werden. Um das Risiko sexueller Belästigung zu verringern, kann man die Möglichkeit nutzen, die Zusendung von Direktnachrichten und die Kommentierung von Inhalten zu beschränken, beispielsweise auf Freunde. Einige Dienste bieten zudem Filter an, auch solche, bei denen eigene Begriffe, durch die man sich sexuell belästigt fühlt, ergänzt werden können. Nicht nur Betroffene, sondern auch Personen, die sexuelle Belästigung beobachten, können diese melden.